Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von körperlichem und seelischem Leid und von Erfahrungen mit dem Tod. Diese Themen können besonders bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen oder Erinnerungen hervorrufen. Der Flugtag 1988 in Rammstein endete in einer schrecklichen Katastrophe. Das wissen wir inzwischen. Auch im Nachhinein ist einiges schiefgelaufen, zum Beispiel in der Aufarbeitung. Darüber haben wir in Folge 6 gesprochen. Bis heute hat sich da aber zum Glück einiges getan, was zum Beispiel die Entschuldigung von Landtagspräsident Hering beim 30. Jahrestag gezeigt hat. Schiefgelaufen ist aber auch einiges bei den Rettungsmaßnahmen. Chaos auf der Airbase, zu wenig Rettungskräfte und Verletzte, die unversorgt in Bussen umhergefahren sind. Einige Menschen hätten wohl höhere Überlebenschancen gehabt, wären sie früher behandelt worden. Das weiß man heute. In dieser Folge wollen wir deshalb darüber sprechen, was sich im Rettungswesen verändert hat. Wie sehen Rettungskonzepte heute aus? Werden sie eingeübt? Wie läuft die Verteilung von Verletzten ab? Dafür müssen wir uns aber erst einmal anschauen, welche Fehler damals eigentlich genau gemacht wurden. Dr. Klaus-Peter Wresch hat uns dabei sehr geholfen. Ihn kennt ihr schon aus Folge 1, da hat er von seinen Erfahrungen am Unfallort erzählt. Er ist mit dem ersten Rettungshubschrauber bei der Katastrophe in Rammstein gewesen und hat, wie er erzählt hat, mit seinem Kollegen versucht, irgendwie Struktur in die Situation zu bringen. Im Nachhinein wollte er wissen, was mit den Verletzten passiert ist und hat angefangen zu recherchieren. Der Grund? Das hat auch dazu geführt, dass Angehörige auf der Suche nach ihren Vermissten von Klinik zu Klinik gegangen sind, über die Intensivstation und versucht haben, unter den brandverletzten Patienten möglicherweise jemand identifizieren zu können, als zu ihnen gehörig, der da auf der Intensivstation oder schlimmer noch in den Kellern sich bereits befunden hat, wo die Toten lagen. Für seine Recherchen nutzte er gemeinsam mit seinen Kollegen Informationen der Kliniken, Schilderungen von Verletzten und Videoaufzeichnungen vom Tower der Airbase, sowie die Aufzeichnungen des Funk- und Telefonverkehrs der Rettungsleitstelle. So konnte er nachvollziehen, was genau wann passiert ist. Und das kam dabei heraus. Um 15.44 Uhr stießen die Maschinen zusammen und stürzten ab. Das eine Flugzeug brennt mitten in die Zuschauer, zusammen mit 700 Litern brennendem Kerosin. 2 Minuten später begannen die Löscharbeiten. Nach 10 Minuten waren sie schon beendet. Gleichzeitig haben US-Soldaten die Absturzstelle geräumt und gesichert. Die Soldaten haben auch gleich angefangen, Verletzte abzutransportieren. Genauso wie viele der unverletzten Besucher, die beim Anblick der vielen Menschen mit schrecklichen Verbrennungen unbedingt helfen wollten. Sie haben zum Beispiel Brandwunden mit Eis gekühlt. Heute weiß man aber, dass das eigentlich gar nicht so sinnvoll ist. Dr. Wresch hat uns erzählt, dass die Haut ja die Körperwärme steuert. Doch wenn Haut so stark verbrannt ist, kann sie das gar nicht mehr. Und dann verliert der Körper an Wärme, trotz 30 Grad Außentemperatur, die ja unter den 37 Grad liegt, die ein menschlicher Körper hat. Einige Verletzte wurden so unterkühlt in die Kliniken gebracht, mit unter 35 Grad Körpertemperatur, dass das zu Schockreaktionen und damit zu Organschäden und teilweise sogar Organversagen geführt hat. Das hat laut Wresch langfristige Schäden verursacht und bei einigen sogar zum Tod geführt, was wohl hätte verhindert werden können. Kühlen mit Eiswürfeln hat das noch einmal unterstützt. In seinen Analysen hat Wresch außerdem folgenden Ablauf herausgearbeitet. Etwa eine halbe Stunde nach dem Absturz waren 12 bis 15 Rettungsfahrzeuge vor Ort. Noch einmal 15 Minuten später waren es 2 Notarztwagen, 38 Rettungswagen und 13 Hubschrauber. Anderthalb Stunden nach dem Absturz waren dann über 80 Rettungsmittel unterwegs zur Unfallstelle. So werden Rettungswagen, Hubschrauber und so weiter offiziell genannt. Aber zu dem Zeitpunkt waren überhaupt keine Verletzten mehr vor Ort. Der Grund dafür war das sogenannte Scoop and Run, das wir in der ersten Folge schon angesprochen haben. Das bedeutet, zivile Helfer, aber auch US-Soldaten wollten die Verletzten so schnell wie möglich von der Unfallstelle wegbringen. Das hatte alle möglichen Folgen, wie uns Dr. Wresch im Gespräch erklärt. Sie waren als einer der ersten Notärzte vor Ort und haben später immer wieder Kritik an den Rettungsmaßnahmen geübt. Was war denn aus Ihrer Sicht das größte Problem? Das größte Problem ist, dass durch dieses Scoop and Run, das heißt das schnelle Einladen von unversorgten Verletzten ohne Behandlung
ohne Beurteilung der Verletzung, dass die Verletzten auf diese Art und Weise unversorgt in die nächstgelegenen Kliniken transportiert wurden. Auch die Hubschrauber der amerikanischen Armee haben nächstgelegene Kliniken aufgesucht, eigentlich nur eine, nämlich das Medical Center in Landstuhl. Das heißt, es wurden mit den Hubschraubern in ganz nahe gelegene Kliniken Patienten transportiert, wo logischerweise auch bodengebunden viele Verletzte hingekommen sind. So kamen 300 Verletzte in 3 nahegelegene Kliniken. Und durch dieses Coup and Run ist vielleicht dafür gesorgt, dass in relativ schneller Zeit die Verletzten von der Notfallstelle wegkommen. Das Chaos auf der Airbase wurde aber einfach in diese 3 umliegenden Kliniken verlagert. Das heißt, Coup and Run führt dazu, dass für den einzelnen Verletzten die Zeit vom Unfall bis zum Behandlungsbeginn völlig unkalkulierbar wird und sich für die meisten verzögert, und zwar so lange verzögert, dass die Behandlung zu spät einsetzt. In Landstuhl am Medical Center wurden dann einige Verletzte mit Bussen abtransportiert. Was ist passiert? In dieses Medical Center kamen allein mit den Hubschraubern etwa 80 Verletzte, die dann dort alle am Landeplatz abgeladen, ausgeladen wurden, immer noch unversorgt. Und dieser Landeplatz war etwa 600 bis 700 Meter von der Notaufnahme entfernt. Das ist so ein parkähnliches Gelände. Von dem Hubschrauberlandeplatz zur Klinik war ein Transport der Verletzten erforderlich mit einem Rettungswagen. Und für diesen Transport standen keine Fahrzeuge zur Verfügung, denn alle Rettungsmittel aus dem Medical Center waren auf die Airbase hoch ausgerückt. Und diese Verletzten, die mit den Hubschraubern ins Medical Center gebracht und am Landeplatz ausgeladen wurden und dort vor Ort nicht versorgt werden konnten, die wurden in 2 Schulbusse geladen. Ein Schulbus fuhr mit Verletzten in die Uniklinik nach Homburg. Der zweite sollte mit vorwiegend Brandverletzten in die BG-Klinik nach Ludwigshafen fahren. In diesen Bussen waren jeweils ein Busfahrer, darüber hinaus keine Ärzte, keine Krankenschwestern, keine Pfleger, keine Sanitäter, nur die Verletzten. Und es waren alles Schwerstverletzte, unversorgte Schwerstverletzte mit Brandverletzungen, mit Amputationsverletzungen, mit schweren offenen Frakturen, mit offenen Schädel-Hirn-Verletzungen. Der eine Bus wurde in die Uniklinik Homburg von der Polizeieskorte von Motorradfahrer hingelotst und kam auch nach einer Fahrzeit von einer halben Stunde, kam dort an, und das ist eine Klinik der Maximalversorgung, und die waren intensiv mit der Versorgung beschäftigt, aber konnten das einigermaßen gut leisten dort. Der andere Bus, der Richtung Ludwigshafen fahren sollte, sollte ebenfalls von einem Motorradfahrer der Polizei eskortiert werden. Der ist allerdings bei der Anfahrt ins Medical Center selbst verunglückt, sodass der Bus ohne Eskorte losfuhr. Und der Busfahrer war offenkundig nicht ortskundig, sodass der Bus erst gegen 19 Uhr in Ludwigshafen eingetroffen ist. Und da auch noch im falschen Krankenhaus, nämlich im Klinikum Ludwigshafen. In dem Bus waren 25 Verletzte, darunter Kinder, die damit über 3 Stunden nach dem Unfall noch nicht versorgt waren. Und das gilt es immer zu beurteilen vor dem Hintergrund. Ein Schwerverletzter, der nicht versorgt wird, kommt in einen Schockzustand. Und wenn dieser Schockzustand zu lange andauert und keine Therapie einsetzt, dann ist es kann sich ein sogenannter irreversibler Schockzustand entwickeln, der gar nicht mehr therapierbar ist. Und das führt dazu, dass diese Verletzten eben nicht überleben können. Und da sind auch leider dann einige verstorben. Durch den langen Zeitraum, den die Leute teilweise unversorgt im Bus waren,
hat sich ja auch die Überlebenschance herabgesetzt. Oder können Sie da nochmal erklären, wie sich das zusammensetzt? In der damaligen Zeit gab es so eine Faustregel, eine Überlebenschance hat einer mit Verbrennungen, der darf aber keine zusätzlichen Verletzungen haben, wenn seine Körperoberfläche zweit- und drittgradig verbrannt ist bis zu einem Ausmaß, das der Formel entspricht 100 minus Lebensalter. Also ein 20-Jähriger, der 80% seiner Körperoberfläche verbrannt hat, hat noch eine Überlebenschance. Wohingegen ein 80-Jähriger, der 50% der Körperfläche verbrannt hat, der hat keine Überlebenschance. Allerdings besteht diese realistische Überlebenschance nur dann, wenn eine individuelle, gute Therapie frühzeitig einsetzt. Aber wenn die Zeitverzögerung mal wesentlich über eine halbe Stunde ist, über eine Stunde, dann nimmt mit jeder Minute die Überlebenswahrscheinlichkeit ab. Können Sie sich erklären, wie es zu diesem Scoop and Run kam? Also welche Gründe es dafür gab, dass die Leute sich so verhalten haben? Dieses Scoop and Run entwickelt sich immer dann, wenn es kein anderes Konzept gibt. Ein Konzept, das verbindlich ist, das alle kennen und das genau festlegt, was mit den Verletzten zu geschehen hat. Erst wenn so ein Konzept da ist, wenn es allen bekannt ist, kann man dieses Scoop and Run verhindern. Können Sie nochmal zusammenfassen, was man hätte machen sollen anstelle von dem Scoop and Run, was da dann das bessere Konzept sozusagen ist? Das richtige Konzept wäre in diesem Fall, dass man eine Sofortversorgung der Personen, die möglichst schnell versorgt werden müssen, mit Infusionen beispielsweise, vor Ort veranlasst und die Zeit, die die Anversorgung dieser Verletzten benötigt, hätte man dazu nutzen können, Rettungsmittel heranzuführen, wo dann versorgte Verletzte mit konkreten Zielen transportiert werden. Kritisiert wurde später auch die schlechte Koordination von Seiten der Leitstelle in Kaiserslautern. Wissen Sie, was da alles schiefgelaufen ist? Koordination ist natürlich immer Kommunikation, setzt Kommunikation voraus. Die Kommunikation an der Einsatzstelle war schon denkbar ungünstig. Ich habe im Nachhinein erfahren, dass es zwischen Amerikanern und deutschen Hilfskräften während des Flugtages eine Koordinationsperson gab. Das war eine amerikanische Offizierin, die auch Funkverbindungen hatte zu den deutschen Einsatzkräften. Diese Koordinationsperson war aber nach dem Absturz nicht mehr aktiv. Es gab insofern keine Kommunikation zwischen den beteiligten deutschen und den beteiligten amerikanischen Rettungskräften. Es wurde auch im Vorfeld vorgeschlagen, dass eine Standleitung zur Rettungsleitstelle aufgebaut wird. Diese Einrichtung zur Standleitung wurde als nicht notwendig erachtet. Die Kommunikation zwischen den deutschen vor Ort befindlichen Rettungskräften war in den ersten Minuten durch diese Störung im Funkverkehr gestört, sodass die Leitstelle, das hat sich aus der Auswertung der Gesprächsprotokolle und der Funkaufzeichnungen ergeben, eigentlich erst 45 Minuten nach dem Ereignis einen detaillierten Lagebericht vom Schadensort bekommen hat. Und hatten die eine Art Einsatzplan im Vorfeld oder sowas, was man dann tun müsste? Die Leitstelle hatte sicher wie andere Leitstellen da auch so eine allgemeine Planung, wie geht man vor, wenn man viele Rettungskräfte auch von außerhalb heranziehen muss. Aber es gab keine konkrete Planung für diesen Flugtag. Es gab vor Ort natürlich auch Sanitätszelte, 4 oder 5 Sanitätszelte. Da waren auch Ärzte drin, da war auch Sanitätspersonal. Aber diese waren nicht vorgesehen für die Bewältigung im Großschadensereignis, sondern das, was man bei einer Veranstaltung, auf der 300.000 Leute sind, was da sich an kleinen Verletzungen ereignet, das konnte da bewältigt werden.
Aber alles darüber hinaus, alles, was mit Großschadensereignissen zusammenhängt, hat damit nichts zu tun. Und diese strategischen Überlegungen, die wurden im Vorfeld nicht angestellt. Und die müssen relativ konkret sein. Und das war da nicht der Fall. Die Kritik richtet sich nicht an die Zivilpersonen, an die Helfer, die dazukamen, irgendwas machen wollten. Wenn andere irgendwo anpacken und jemand wegtragen auf einer Palette in Richtung eines Fahrzeugs, dann packe ich damit an. Und die, solange kein Konzept da ist, an dem man das richtig und falsch bewertet, sind insbesondere für Laien, gibt es keine falschen Maßnahmen. Sondern es gibt nur helfen und zupacken oder nichts machen. Und dann ist diese Kritik an so einem Scoop and Run, jedenfalls in Richtung der helfenden Laien, völlig unangebracht. Und im Nachhinein haben Politiker und Hilfsorganisationen die Rettungsaktion erstmal total gelobt und haben gesagt, ja, innerhalb von 90 Minuten waren alle Verletzten in ärztlicher Behandlung. Das wäre ja ziemlich schnell, das stimmt so eigentlich auch nicht. Was sagen Sie denn dazu? Die ersten offiziellen Statements kamen von den Amerikanern. Die Amerikaner haben die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Rettungskräften hervorgehoben. Wenig später, auch noch am 28., kam ein Statement der beteiligten deutschen Rettungskräfte, des DRKs, das ebenfalls die gute Koordination der Rettungsmaßnahmen gelobt hat. Das ist sehr irritierend, aber es war eine Reaktion des DRK auf das Lob sozusagen der Amerikaner und beides zusammen so eine Art, wie soll ich sagen, Schadensbegrenzung. Man versucht, das, was man jetzt an Kritik zu befürchten hat, fernzuhalten, indem man das, was sich da abgespielt hat, als positiv darstellt. Und das Einzige, was man da vielleicht als Positivum äußern konnte, war, dass es gelungen war, innerhalb von 19 Minuten den Schadensort von Verletzten freizuräumen. Genau das hat das DRK gesagt. Am 29.8., also einen Tag nach dem Absturz, hat der damalige Innenminister von Rheinland-Pfalz, Rudi Geil, dieses Statement der Amerikaner und des DRK aufgenommen und auf seine Weise noch leicht uminterpretiert. Er sagte nämlich, dass nach 19 Minuten alle Verletzten in ärztlicher Behandlung gewesen seien. Und die Betrachtung dieser Schicksale der Verletzten, die in Bussen durch die Gegend gekarrt wurden und teilweise erst nach 3 Stunden und damit viel zu spät in Behandlung kamen, beweist so eine Äußerung als geradezu zynisch. Haben Sie auch deshalb gemeinsam mit Ihren Kollegen später dann Ihre Recherche zum Verbleib der Verletzten gestartet? Es war einer der Gründe, denn in den Tagen nach dem 28. konnte man auch in den Nachrichten immer wieder hören, dass nicht klar war, wie viele Opfer es gegeben hat, wie viele Tote, wie viele Verletzte, wo die Verletzten geblieben sind. Das hat auch dazu geführt, dass Angehörige auf der Suche nach ihren Vermissten, möglicherweise Verletzten, möglicherweise Getöteten, jedenfalls nicht nach Hause zurückgekommenen Angehörigen, von Klinik zu Klinik gegangen sind, über die Intensivstation und versucht haben, unter den brandverletzten Patienten, bei denen ja häufig die Namen gar nicht bekannt waren, und in den Kliniken bekamen diese Patienten dann irgendwelche Nummern, solange sie nicht identifiziert waren. Und diese Angehörigen sind von Klinik zu Klinik, um möglicherweise jemand identifizieren zu können als zu ihnen gehörig, der da auf der Intensivstation oder schlimmer noch in den Kellern sich bereits befunden hat, wo die Toten lagen. Das waren belastende Begegnungen, die in allen Krankenhäusern, die ich auch miterlebt habe, ich habe auch solche Angehörige begleitet bei uns durch die Intensivstation in den Tagen danach. Niemand wusste oder viele wussten nicht, wo sind Kinder, Eltern. Niemand konnte es ihnen sagen. Hat Ihnen jemand auch versucht, Steine in den Weg zu legen bei Ihrer ganzen Analyse und allem, was nach der Katastrophe kam? Ja, schon in der frühen Phase, als ich mich kritisch in der Öffentlichkeit geäußert hatte, kam
eines Tages völlig überraschend in die BG-Klinik, wo ich gearbeitet habe, eine Delegation vom Innenministerium mit dem Innenminister Rudi Geil, dem damaligen, der sich nach mir erkundigt hat. Und so kam es zu einem Gespräch. Er hat sich zunächst mal bedankt und für mein Engagement da in Ramstein und hat Verständnis dafür geäußert, dass es hier auch eine ganz große Belastung damit verbunden sei. Und sagte, unter so einer Belastung, einer psychischen Belastung, da ist es sicher auch verständlich und dafür hat jeder wirklich auch Verständnis, dass da bestimmte Dinge nicht so wahrgenommen werden, wie sie sich ereignet haben. Und ihre Kritik, so sprach er mich an, lässt mich das auch vermuten, denn ich habe über meinen Polizeiarzt Informationen, dass das alles sehr geordnet abgelaufen ist in Ramstein und das hätte nicht besser sein können und dass die Verletzten ja baldmöglichst auf diese Art und Weise in Krankenhäuser in die Behandlung gekommen sind. Da haben sie offensichtlich in dieser belastenden Situation eine ganz andere Wahrnehmung. Der Innenminister hat sozusagen versucht, ihnen einzureden, dass sie falsche Erinnerungen an den Tag haben? Genau, so kann man es formulieren. Dass ich falsche Erinnerungen, falsche Wahrnehmungen habe. Und dazu kann ich nur sagen, ich war vor Ort und ich habe das sehr wohl alles wahrgenommen. Ich kann mich an die Gegenwart von einem Polizeiarzt überhaupt nicht erinnern. Ich stelle nur fest, und das hat mich erschüttert, dass hier versucht worden ist, bei mir sowas wie eine Gehirnwäsche durchzuführen. Und Sie haben weiterhin kritisch gesprochen. Richtig, ja. Und das war zunächst nicht ganz unproblematisch, aber je länger Zeit ins Land gegangen ist und sich doch in der Wahrnehmung auch der Öffentlichkeit und von wirklich kritischen Fachleuten, die sich damit auseinandergesetzt hatten, diese Version bestätigt hat, die ich damals geäußert hatte und auch die politische Verantwortlichkeit sich verändert haben, hat sich diese Situation auch entschärft. Ich fand es einfach nur bemerkenswert und hätte es nicht erwartet, dass mir so etwas begegnet in der Folge von Ramstein. Der Streit darum, wie die Rettungsmaßnahmen wirklich abgelaufen sind, begann ziemlich schnell. Schon 2 Tage nach dem Unglück veröffentlichten Zeitungen verschiedene Stellungnahmen. Ärzte, die vor Ort waren, sprachen von einem absoluten Chaos. Vor allem das DRK, aber auch andere Ärzte und Politiker wie Innenminister Rudi Geil beteuerten dagegen, alles sei geordnet und tadellos abgelaufen. Und die Kritik, man sei nicht ausreichend auf einen Unfall vorbereitet gewesen, sei Unsinn. Genau wie Berichte darüber, dass Verletzte nicht oder nur mit Verzögerung versorgt wurden. Etwa 2 Monate nach dem Unglück hat der Innenminister dann aber doch Abstimmungsprobleme eingeräumt. Rudi Geil hat sich übrigens nach dem Untersuchungsausschuss kaum mehr zum Thema geäußert. Und für diesen Podcast konnten wir ihn natürlich auch nicht mehr befragen, da er bereits 2006 verstorben ist. Heute ist es schwer nachzuvollziehen, wie intensiv das Unglück hinter den Kulissen der US-amerikanischen Politik oder im Verteidigungsministerium dort aufgearbeitet wurde. Fest steht, dass es keine offiziellen, heute zugänglichen Untersuchungsberichte, etwa vom Verteidigungsministerium oder von der Regierung, gibt. Die wenigen Berichte, die es gibt, behandeln eher die psychischen oder medizinischen Folgen des Unglücks. Ein Artikel wurde beispielsweise 1990 von einem Geschwaderführer der US-Luftwaffe namens T.E. Martin veröffentlicht. Darin geht es um das Unglück aus medizinischer Perspektive. Es wird aufgearbeitet, wie viel medizinisches Personal und wie viele Hilfskräfte zur Verfügung standen und wie die Rettung abgelaufen ist. Es gibt sogar einen ganzen Abschnitt über Probleme. Dort wird auch auf die Probleme bei der Triage eingegangen. Doch die Ausführungen sind sehr kurz gehalten. Der Fokus liegt darauf, dass die Verletzten sehr schnell von der Unglücksstelle abtransportiert wurden. An einer Stelle heißt es sogar, die Notfallpläne der Krankenhäuser hätten reibungslos funktioniert. Über das Medical Center in Landstuhl schreibt Martin, die Notaufnahme sei zwar geschäftig, aber gut organisiert gewesen. Die Sortierung der Patienten sei schnell und effizient erfolgt. Bei diesem Punkt wissen wir heute, dass es so nicht richtig ist. Doch wie gesagt, die Möglichkeit, dass die Katastrophe hinter den Kulissen sehr wohl ehrlich aufgearbeitet wurde, besteht. Doch diese Information bleibt der Öffentlichkeit verwehrt. Und unsere Versuche, mit einem Gesprächspartner der amerikanischen Luftwaffe über die Aufarbeitung zu sprechen, blieben erfolglos.
Auch in der deutschen Öffentlichkeit dauerte es etwa 1 bis 1,5 Jahre, bis Einigkeit darüber herrschte, dass in Rammstein wohl doch einiges schiefgegangen ist, wie wir ja von Dr. Wresch gehört haben. Der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel ist noch immer zurückhaltend mit Kritik. Doch auch er verteidigt die Rettungskonzepte von damals nicht mehr. Im Nachhinein gab es viele Vorwürfe zum Rettungskonzept. Vor allem hieß es, es gab kein Konzept dafür und es gab viele Probleme bei der Zusammenarbeit mit den Amerikanern. Wie schätzen Sie das denn ein? Also das Unglück von Rammstein im August 1988 war das schwerste Unglück, das Rheinland-Pfalz getroffen hat nach einem ähnlich verheerenden Unglück in der BASF 1946. Und natürlich im Nachhinein wäre es gut gewesen, dieser Flugtag hätte nicht stattgefunden. Aber da Unglücke meistens unvorbereitet eintreten, muss man sich natürlich auch mit der Frage befassen, ob man auf ein mögliches Unglück genügend vorbereitet war. Und da hat sich wohl in der Aufarbeitung des Unglücks von Rammstein gezeigt, dass das auf amerikanischer, aber wohl auch auf deutscher, vor allem aber auf amerikanischer Seite, denn die Deutschen waren ja auf amerikanischem Territorium zu Gast, zu wenig vorbereitet war. Mit diesem Unglück konnte niemand rechnen, aber mit einem Unglück muss man bei einer so großen Veranstaltung eben doch rechnen. Und vielleicht hat das Unglück dazu beigetragen, dass man von dann an etwas mehr sich darauf vorbereitet hat, dass es bei solchen Veranstaltungen auch zu Unglücken kommen kann. Bei Veranstaltungen, wo sich Tausende, in Rammstein waren, glaube ich, 350.000 Menschen zu Gast, wo sich Tausende treffen, kann es zu einem Unglück nicht gerade dieser Art, sondern auch anderer Art kommen. Und die Lehre bleibt auch für die Zukunft darauf, besser vorbereitet zu sein. Man kann Großveranstaltungen, soll auch Großveranstaltungen nicht grundsätzlich verbieten. An jedem Samstag sind in x Fußballstadien in Deutschland 20, 30, 50.000 Menschen zusammen. Auch da kann es natürlich zu einem Unglück oder zu einem Unfall kommen. Aber ich hoffe, Rammstein hat alle gelehrt, man muss wenigstens im Rahmen des Möglichen auf die Beherrschung eines Unfalls vorbereitet sein. Bernhard Vogel hat recht. Nicht nur vielleicht hat das Unglück von Rammstein dazu beigetragen, die Vorbereitung für mögliche Katastrophen oder Unfälle zu verbessern. Heute müssen für die Genehmigung von Großveranstaltungen detaillierte Rettungskonzepte vorliegen. Und das Verhalten von Rettungskräften bei sogenannten Großschadensereignissen wird in der Ausbildung für Rettungssanitäter und Sanitäterinnen ausführlich thematisiert. Das hat uns Professor Peter Bradl erzählt. Er leitet das Institut für Rettungswesen, Notfall- und Katastrophenmanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Heute gibt es nämlich sogar Studiengänge und Forschungsprojekte an Universitäten zum Thema Katastrophenmanagement. Gerade was die Studienmöglichkeiten angeht, gibt es zwar noch nicht viel, aber einige Pilotprojekte. Zum Beispiel an der Uni Bonn, die seit 2006 in Kooperation mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den berufsbegleitenden Master Katastrophenvorsorge und Management anbietet. Professor Peter Bradl von der Hochschule in Würzburg ist selbst seit über 30 Jahren im Rettungswesen tätig und befasst sich seit 15 Jahren auch wissenschaftlich mit dem Thema. Was denken Sie, hatte das Unglück von Rammstein einen Einfluss drauf, wie heute mit Katastrophen umgegangen wird? Ich bin überzeugt davon, dass jedes Unglück Auswirkungen auf die Handlungen der Zukunft hat. Und Rammstein hat sicherlich sehr offen gezeigt, dass man mit dem Unmöglichen rechnen muss.
Und inwiefern hat sich da, was die Konzepte angeht, was getan? Also gerade was diese Alarmstichworte und so angeht, das gab es ja damals auch noch nicht. Das gab es damals nicht so strukturiert. Sie sprechen beispielsweise von dem MANF, den Massenanfall von Notfallpatienten und Verletzten, der heute ein gängiges Schlagwort tatsächlich darstellt. Wenn dieses Alarmstichwort ausgerufen wird, führt es dazu, dass bereits hinterlegte Alarmpläne aktiviert werden können. Das heißt, eine gewisse Anzahl von Rettungsmitteln, auch von Koordinierungsstrukturen und auch ganz wichtig, Organisationsstrukturen, die erkennbar sind. So gibt es die Sanitätseinsatzleitung, die aus einem leitenden Notarzt und einer organisatorischen Leitung für Rettungsdienst besteht, bundesweit. Und diese Menschen sind erkennbar auch durch gewisse Überwürfe. Wie würde denn heute in so einem Fall vorgegangen werden vor Ort? Nehmen wir mal so einen Massenanfall von Verletzten an, wie jetzt damals in Ramstein. Wie wird dann sortiert oder was wird dann anders gemacht? Ich würde unterscheiden bei diesem Massenanfall von zwei Ereignissen. Das eine Ereignis ist tatsächlich nicht mit einer Veranstaltung in Einklang zu bringen. Also nehmen wir an, wir haben einen Verkehrsunfall. Dann ist es anders, als wenn wir das bei einer Veranstaltung haben. Weil für Veranstaltungen müssen Sie heute Sicherheitskonzepte vorlegen. Dann müssen Sie sagen, wie sind die Kommunikationsstrukturen, wie ist meine Absicherung? Und da habe ich natürlich bei einem, Sie kennen das von einem Rockkonzert beispielsweise, da habe ich einen Sanitätswachdienst vor Ort. Und ansonsten wird tatsächlich, wenn es ein Ereignis ist, wo keine sanitätsdienstlichen Kräfte schon vor Ort sind, dann würde beispielsweise das Erstantreffen Rettungsmittel würde sich nicht um die Versorgung der Patienten kümmern, sondern würde versuchen, ein Lagebild abzugeben. Das ist auch so vorgegeben. Das Erstantreffen Rettungsmittel hat dafür Sorge zu tragen, den Leitstellen möglichst klares Bild zu geben, was ist vor Ort passiert, also wie viele Personen sind beispielsweise zu versorgen. Das heißt, es gibt dann Personen, die nur dafür zuständig sind, zu koordinieren, sozusagen. Das ist so richtig. Die gibt es grundsätzlich. Das sind diese organisatorische Einsatzleitung oder auch die örtliche Einsatzleitung, je nachdem, welche Versorgung man ins Auge fasst und auf welcher Ebene. Aber das erste Rettungsmittel, sagen wir es mal ganz klar, der erste Rettungswagen, der eintrifft, hat die Leitung des Einsatzes, bis tatsächlich die Einsatzleitung steht. Und das ist natürlich eine Herausforderung für diese Einsatzkräfte. Die müssen entsprechend geschult werden, dass sie wissen, wenn wir der Erste sind, dann werden wir nicht einen Patienten haben, sondern wir müssen die Lage in den Griff bekommen. Und was machen die dann? Also es wird ja oft von Triage gesprochen. Sortieren die dann tatsächlich oder wie läuft das dann ab? Also die Abbildung eines solchen Großeinsatzes ist zunächst mal ein Feststellen der Lage und die Versorgung der lebensbedrohlichen Zustände. Das heißt, wenn eine Person sehr, sehr starke Verletzungen hat und insbesondere starke Blutung, dann wird versucht, diese Blutung in den Griff zu bekommen, um dann tatsächlich sich den nächsten Patienten zuzuwenden. Und dann wird eine sogenannte, wie Sie sagen, Triage durchgeführt. Das heißt, es wird kategorisiert, es wird unterschieden zwischen Menschen, die lebensbedrohliche, sofort zu versorgende Verletzungen haben oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die innerhalb beispielsweise einer Stunde einer klinischen Versorgung zuzuführen wären. Menschen mit Beeinträchtigungen, die eine Versorgung benötigen, die aber nicht zwingend lebensbedrohlich sind. Und Menschen, die tatsächlich möglicherweise gehfähig sind, die auf jeden Fall betroffen sind und möglicherweise auch psychische Belastungen erlebt haben, die wir uns nicht vorstellen möchten. Und diese Personen sind dann auch einer Versorgung zuzuführen. Also wir haben drei Kategorien. Das sind die Menschen, die eine zwingende, sofortige medizinische Versorgung benötigen. Das ist die Kategorie Rot. Dann Gelb, die eine schnelle Versorgung benötigen und welche, die keine offensichtliche Versorgungsnotwendigkeit haben. Und diese Kategorisierung hilft dann, wenn Rettungsmittel zur Verfügung stehen, die richtigen Personen schnellstmöglich abzutransportieren. Und wie werden die gekennzeichnet? Also kriegen die dann ein Schildchen oder wie läuft das genau ab? Also in den Rettungsfahrzeugen befinden sich Taschen mit entsprechenden Triage-Aufschrift und das sind dann tatsächlich Patientenanhängekarten. Man kennt das, wenn früher Kinder alleine gereist sind, hatten die so eine Tasche umgehängt, da war dann drin gestanden, wer sie abholt am Zielflughafen oder Zielbahnhof. So ähnlich muss man sich das vorstellen, das ist zwischen DIN A4 und DIN A5. Und da kann man auch die Patientendaten drauf vermerken. Und tatsächlich im untersten Bereich sind Karten vorgesehen. Die sind herausnehmbar und zu stecken. Und das heißt, wenn jemand so eine Karte umhängen hat
Unten ist der Abschnitt, gibt ganz klar an, ist es eine rot, gelb oder grün triagierte Person. Das ist doch bestimmt schwierig zu entscheiden, zu welcher Kategorie die Personen dann kommen. Wie wird das geübt? Gibt es da bestimmte Standardisierungen oder irgendwas in der Art? Das wird gelehrt und geübt und es handelt sich ja in jedem Fall um Fachpersonal. Das heißt, Sie haben medizinisches Fachpersonal, das nach einer gewissen, sehr, sehr schnell durchzuführenden Routine entscheiden muss. Und um diese Schnelligkeit nicht mit Qualitätseinbußen zu erkaufen, sind diese Schemata mit Eselsbrücken verbunden. Und es gibt beispielsweise das XABCDE-Schema, wo Sie der erste Buchstabe steht für Ausblutung. Ja, ich sage jetzt die deutschen Begriffe. Der A steht für Atemwegsproblematiken, B für Belüftung, C für Kreislauf, Circulation und so geht das durch. Und genau danach gehen diese Fachkräfte, Rettungskräfte durch und versuchen herauszufinden, habe ich hier für die Person einen lebensbedrohlichen Zustand oder einen weniger bedrohlichen Zustand. Sollte pro Person tatsächlich nicht länger als 60 Sekunden dauern und ist, wenn es korrekt gemacht wird, auch durchaus so durchführbar. Ein weiteres Problem in Rammstein war ja die Strategie Scoop and Go, die sich so ein bisschen entwickelt hat, gerade von US-Soldaten und Zivilisten dort. Also wurden Personen einfach wegtransportiert, ohne dass sie vorher versorgt wurden. Wie sieht man sowas denn heute? Da gilt es auch wieder die Frage, um welche Situation handelt es sich. Und für den Soldaten, die Soldatin, ist Scoop and Go nach meinem Dafürhalten ein richtiges Vorgehen. Die Soldaten bewegen sich üblicherweise in einer dynamischen Lage. In der Regel in Kampfhandlungen und da ist die Gefahr nicht vorbei, wenn eine Person verletzt ist. Und insofern ist Scoop and Go etwas, was wir auch noch im Kontext von Amoklagen oder auch terroristischen Bedrohungen heute haben. Nämlich, wenn es eine dynamische Lage ist und ich versuchen muss, Menschen schnell aus einem Gefahrenbereich herauszubringen. Im Falle dieses Flugzeugunglücks hatten wir natürlich die Lage im Prinzip, die hat sich eingestellt und war dann relativ statisch im Sinne von der Veränderung der Gefährdungsbeurteilung. Dann kommt als erstes, man muss die Menschen tatsächlich triagieren. Und das zweite ist, ich muss die Rettungsmittel priorisieren. Das heißt, ich muss die Menschen, die eine hohe Dringlichkeit in der Versorgung erfahren müssen, auch schneller wegbekommen. Und das heißt, Scoop and Go nicht mehr, sondern tatsächlich die Menschen, die schnell weg müssen. Und da gibt es dann genau diese Einsatzleitung, auf die wir vorhin schon gekommen sind, diesen leitenden Notarzt und den organisatorischen Leiter, Leiterin Rettungsdienst, die gemeinsam dafür sorgen, dass die Rettungsmittel die Personen aufnehmen, die eine hohe Dringlichkeit haben und gleichzeitig in eine sachgerechte klinische Versorgung verbracht. Und dann haben wir tatsächlich das erreicht, was wir wollen, nämlich nicht jeder wird einfach wegtransportiert, sondern entsprechend der Dringlichkeit der medizinischen Versorgung. Durch diesen Scoop-and-Go-Effekt kam es dann auch dazu, dass die nahen Krankenhäuser komplett übergelaufen sind und die, die weiter weg waren, die hätten eigentlich noch Kapazitäten gehabt. Wird es heute anders geregelt oder gibt es da inzwischen auch Konzepte? Die Wellenpläne sind für die Kliniken im Umkreis abgestimmt und geben wieder, wie viel Kapazität eine Klinik, ein Krankenhaus hat, um Patienten bestimmte Verletzungsmuster aufzunehmen. Also sei es Brandwunden, sei es internistisch, sei es chirurgisch. Und das soll dazu dienen, dass auch die Kliniken so ausgelastet werden, dass sie diesen Zulauf auch bearbeiten können. Und diese Kapazitäten sind gemeldet und werden auch stets aktuell gehalten. Und was auch interessant ist in diesem Zusammenhang, wenn Sie sich die Amokläufe oder terroristische Ereignisse der Vergangenheit ansehen, der Jüngeren, man hat auch gelernt, dass beispielsweise direkt im Umfeld des Ereignisses die Kliniken eher nicht angefahren werden. Warum? Weil Menschen, die noch einigermaßen selber in der Lage sind, sich zu bewegen, beziehungsweise durch Bekannte, Verwandte, durch mit Fahrzeugen transportiert werden, werden immer in das nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Das heißt, die Hauptverantwortlichen in den Rettungsleitstellen, in den integrierten Leitstellen, sparen üblicherweise das direkt nächstgelegene Krankenhaus aus genau diesem Grund aus, um das, was Sie sagen, die Kliniken sind überlaufen, nicht zu haben, weil Sie von vornherein wissen, das Haus, das daneben ist, wird durch alle anderen belegt, dann kann ich doch bitte nicht auch noch meine Kapazität hier mit reinbringen, sondern wir fahren woanders. Das heißt, die Leitstellen sind auch diejenigen, die diese gesamte Koordination von diesen Wellenplänen auch übernehmen, oder?
Die Leitstellen koordinieren den gesamten Einsatz. Wir haben zwei große Leitstellensysteme in Deutschland. Das eine sind die integrierten Leitstellen unter der 112 und das andere sind die integrierten Leitstellen unter der 110. Und das ist genau das eine, ist die polizeiliche Gefahrenabwehr, die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr. Und die Disponentin oder Disponent in den Leitstellen koordinieren diesen Einsatz für die Einsatzkräfte vor Ort. Wir haben den LNA, also leitende Notärzte, leitender Notarzt, beziehungsweise organisatorische Leiterin, organisatorischer Leiter Rettungsdienst. Diese bilden die sogenannte Sanitätseinsatzleitung. Das sind die, die vor Ort sind und wissen, was sind die Herausforderungen. Und diese wiederum stimmen das mit den integrierten Leitstellen, mit den Disponenten vor Ort ab und sagen, das ist das, was wir brauchen. Und dann wird tatsächlich durch die Leitstellen disponiert. Und wie ist es mit so Gesamtkonzepten? Also es war ein großer Kritikpunkt damals, dass es kein wirkliches Rettungskonzept für die Veranstaltung gab. Gibt es da heute andere Vorgaben oder wie läuft es mit den Konzepten ab? Wenn wir jetzt mal Rammstein vergleichen mit einem Ereignis wie Rock am Ring, Rock im Park, große Festivals, dann haben sie die auf Örtlichkeiten, die den Ordnungsbehörden unterliegen. Und da haben sie tatsächlich Genehmigungspflicht. Und diese Genehmigungspflicht hat gewisse Auflagen. Und da haben sie tatsächlich die Vorgabe, den Sanitätsdienst sicherzustellen. Da ist es ihre Aufgabe auch zu sagen, was tue ich bei besonderen Ereignissen, bei Schlechtwetterereignissen, was mache ich, wenn irgendwelche sonstigen tatsächlich Ereignisse eintreten, die vorstellbar sind. Wir alle wissen, wir müssen den schwarzen Schwan denken. Also die unvorhersehbaren Ereignisse sind die uns an die Grenzen bringen. Ein Schlechtwetterereignis ist unerquicklich und ein Sturm ist nicht schön, weil ein Festival da zu Ende sein kann. Aber da kann ich Räumung und Evakuierungspläne haben. Und sowas muss ich haben. Das sind dann Auflagenbescheide, die Ordnungsbehörden erlassen. Und beispielsweise, was Großveranstaltungen im Festivalbereich anbelangt, sind die Ordnungsbehörden der großen Städte im stetigen Austausch, um sich auch gegenseitig mit den Konzepten mal auf den Stand zu bringen. Wie sehen denn so Vorgaben bei Veranstaltungen heute grob aus? Also sie sehen so aus, dass sie die im Rahmen der Veranstaltung erwarteten zusätzlichen Bedarfe für die Versorgung von Menschen abdecken müssen. Wenn ich durch eine Veranstaltung mehr Personen auf einem Gelände habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mehr Personen verletze, natürlich auch größer. Das heißt, ich muss eine sanitätsdienstliche Versorgung sicherstellen und dann kann es Auflagen geben, beispielsweise, dass ärztliche Versorgungsleistungen mit abgedeckt sein müssen. Wer also heute eine große Veranstaltung organisieren möchte, braucht ein richtiges Rettungskonzept. Pläne, was getan werden muss, wenn etwas passiert. Bei so einem Unfall wie vor über 30 Jahren in Rammstein wären dann von vornherein mehr Rettungskräfte vor Ort. Das Personal des Rettungswagens, der als erstes da ist, übernimmt dann die Einsatzleitung, verschafft sich einen Überblick und informiert die zuständige Rettungsleitstelle. Die schickt dann weitere Rettungskräfte zur Unfallstelle. Währenddessen fangen die Notärzte und Sanitäterinnen vor Ort an, die Verletzten zu sichten und beginnen mit der sogenannten Triage, entscheiden, wer wann versorgt werden muss und hängen den Patienten passende Karten um. Rettungskräfte, die später eintreffen, sehen direkt, was getan werden muss und sie erkennen die Koordinatoren, die leitenden Notärzte und Ärztinnen an den Überwürfen, die sie sich umgehängt haben. Die Schwerverletzten werden sofort erst versorgt. Erst dann werden sie in die passenden Krankenhäuser gebracht, und zwar nach Wellenplänen, in denen vermerkt ist, welches Krankenhaus noch wie viel Kapazität hat. Auch das wird über die Rettungsleitstelle koordiniert. Diese Strategie und die einzelnen Aufgaben müssen aber allen Rettungskräften auch wirklich bewusst sein. In den vergangenen Jahren hat sich daher auch in der Ausbildung viel getan, hat uns Professor Bradl erzählt. Früher musste man, um den Beruf zu lernen, eine Ausbildung von 520 Unterrichtseinheiten machen, inklusive Theorie, einem Klinik- und einem Rettungsdienstpraktikum. Ende der 80er Jahre wurde das dann etwas ausgeweitet, auf ein ganzes Jahr Theorie. Und seit dem 1. Januar 2014 gibt es endlich, wie Professor Bradl gesagt hat, den Beruf des Notfallsanitäters oder der Sanitäterin mit einer dreijährigen Vollzeitausbildung mit Klinik- und Rettungsdienstpraktika. Abgesehen von medizinischem Wissen, zum Beispiel über Anatomie, geht es auch um Einsatztaktik, damit ganz genau klar ist, was zum Beispiel bei einer Triage zu tun ist. Aber nicht nur im Rettungswesen hat sich einiges getan. Auch die Zusammenarbeit mit den Amerikanern hat sich seither weiterentwickelt. Auch wenn es keine Flugtage mehr auf der Airbase gibt, gibt es ja trotzdem noch die Airbase selbst und das Militärkrankenhaus in Landstuhl.
2017 wurde zum Beispiel eine Übung eingeführt, die Maroon Search 22 heißt. Da wird die Zusammenarbeit zwischen dem deutschen Rettungsdienst, der Feuerwehr und den amerikanischen Kräften geübt. Die Rettungsleitstelle in Kaiserslautern soll dabei alles koordinieren. Die Übung soll eigentlich jährlich stattfinden, aber wegen der Corona-Pandemie ist sie zweimal ausgefallen. 2021 im Herbst fand sie aber zum ersten Mal wieder statt. Die Bilanz, es muss zwar noch einiges getan und geübt werden, doch das Ganze sei eine Chance, viel zu verbessern. Das hat Mark Thompson nach der Übung gesagt. Er ist für die militärische Gesundheitsstruktur der US-Streitkräfte in Europa zuständig. Eine Chance, etwas zu verbessern. Die bietet auch jede Katastrophe, so brutal es klingen mag. Auch aus Rammstein wurden Lehren gezogen. Genau wie aus anderen Unfällen danach, das hat uns Professor Bradl ja eben erklärt. Das ist wichtig. Und es ist das, was nach einer Katastrophe passieren muss. Eine vernünftige Aufarbeitung, ohne Widerstand. Das findet auch Dr. Klaus-Peter Fresch. Solche Veränderungen können natürlich nur stattfinden, wenn das Ganze kritisch analysiert wurde. Würden Sie sagen, dass das einfach war, das Ganze zu analysieren? Oder gab es da Probleme, Leute, die versucht haben, es zu verhindern? Es gab Widerstand bei allen, die daran interessiert waren, dass hier die Betrachtung, Analyse beschönigt wurde oder nicht durchgeführt wurde und die von Anfang an, so wie die beteiligten amerikanischen Streitkräfte über ihre Pressestelle oder das DRK über seine Pressestelle eigentlich schon die Beurteilung vorweggenommen haben, indem sie gesagt haben, alles gut funktioniert, alles bestens koordiniert, Zusammenarbeit bestens, wir hätten es nicht besser machen können. Wer sich früh auf solchen Standpunkt begibt oder solches äußert, um vielleicht irgendwie Schadensbegrenzung vermeintlich durchführen zu können, der versperrt sich selbst den Weg für eine kritische Analyse. Und das einzig Gute an solchen Großschadensereignissen ist, dass wir daraus lernen können für das Nächste und daraus lernen müssen. Und das kann nur dann passieren, wenn man es kritisch aufarbeitet, ohne Schuldzuweisung, aber einfach die Defizite aufzeigt und dafür sorgt, dass für kommende Ereignisse, die nicht auszuschließen sind und sich irgendwann immer ereignen werden, dass da bessere Lösungen zur Verfügung stehen, bessere Pläne vorhanden sind und bessere Strukturen greifen. Das war die siebte und letzte Folge von Die Katastrophe von Rammstein, was vom Flugtagunglück 1988 geblieben ist, ein Rheinpfalz-Podcast. Redaktion und Interviews Rebecca Singer. Gesprochen von Rebecca Singer, Dennis Bachmann, Oliver Schmitz und Felix Barnik. Schnitt und Musikauswahl Jonas Zellner. Musik Michael Schmidt und Epidemic Sound. Danke an den SWR für die freundliche Genehmigung für die Nutzung der Originalaufnahmen vom Flugtag 1988. Und danke an Hendrik Hering für die Genehmigung, die Aufnahmen von seiner Rede zum 30. Jahrestag der Katastrophe nutzen zu dürfen. Für die großartige Unterstützung bedanken wir uns bei Alicia Reuss und Ilja Tüchter, Uwe Renners und Rebecca Ditt. Und bei Armin Singer, Maria Singer und Richard Diri. Und vielen Dank für die Zusammenarbeit an Bernhard Vogel, Wolfgang Pfeiffer, Roland Fuchs, Klaus-Peter Wresch, Sibylle Jatzko, Hartmut Jatzko, Alexander Jatzko, Franz Pfaffenrath, Gerhard Baum, Ilja Tüchter, Oberstleutnant William Powell, Christine Kamm, Giancarlo Nutarelli, Florian Gerster und Peter Bradl. Vielen Dank an alle fürs Zuhören.